Am 10.9. sind einige aus der Pfarreiengemeinschaft mit zwei Bussen nach Altötting gefahren, damit wir Pater Siegbert in seinem Kloster besuchen konnten. Schon ganz früh mussten alle aus den Federn, denn um 5:30 war Abfahrt. Wie war das frühe Aufstehen für euch? Das haben wir einen Tag davor schon geprobt. Dann hat es gepasst. Jawohl. Das war schrecklich. Wie war denn das frühe Aufstehen für Sie? Oh, schlecht. Wir haben verschlafen. Ehrlich. Wir waren um 5 Uhr noch im Bett. Wir waren um 5 Uhr noch im Bett, um 5:30 fahrt der Bus. Das war eine Hetze, war das, heute Morgen. Aber wir waren gleich fit. Wie war für Sie das frühe Aufstehen? Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ne? Und in Altötting war ich des Öfteren schon. So circa 10 Mal, sagen wir so. Gell? So rund 10. Kann vielleicht auch, aber rund 10 Mal. Wie war für Sie das frühe Aufstehen? Sehr gut, weil ich die ganze Nacht nicht schlafen haben können. Das war ganz einfach. Somit war das Aufstehen kein Problem. Es war jetzt tagsüber ein wenig anstrengend, aber es war schön, ganz beeindruckend. Und viele schöne Sachen. Wie war denn das frühe Aufstehen? Naja, schwer. Schwer, aber es ist gerade noch gegangen. Ja. Aber wir haben es geschafft. Nein, nein, das war schon. Ich habe viel gebetet, viel gesungen, kann fast nicht mehr reden damit. Ja. Ein großes, viel zu großes Schnitzel, viel zu viele Pommes hat es gegeben. Ein ganz tolles Panorama, ganz tolles Diorama. Ein Kaffee, der mir ein bisschen blockt, ja, der bläht mir ein bisschen. Ja. Das werde ich nicht wissen. Das ist wichtig, das ist für die Nächsten. Für alles im Radio. Da kann man streichen von dem. Also insgesamt ein schöner Tag. Das war toll, das war cool. So ein junger Mann wie ich darf da sagen, cool, oder? Das ist, so reden wir doch nicht. Junge Leute reden doch cool. In Altötting angekommen, führte uns Pater Siegbert durch die heilige Pforte in der Basilika, zeigte uns sein Kloster und wir feierten gemeinsam Gottesdienst in der Kirche St. Konrad. Sogar einige Blindheimer Minis waren dabei und ministrierten während des Gottesdienstes. Danach bekamen sie eine Exklusivführung von Pater Siegbert. Wie war denn die Führung nach der Kirche? Die war interessant. Wir haben auch die Monstranz mit dem kleinen linken Finger, wo beim Konrad immer der Rosenkranz drangehangen ist. Der ist bis heute noch erhalten geblieben und der ist in der Monstranz und den haben wir ganz nah sehen dürfen. Wir sind dann auch in so ein Zimmer gegangen, da war die alte Wachsfigur vom Konrad. Und unten drinnen war schon ein Schieber und da war noch sein alter Mantel drin gegangen. Das war auch schön. Nach dem Mittagessen im Hotel Plankel hatte jeder Wallfahrer noch ein paar Stunden Zeit zur freien Verfügung, um zum Beispiel die Gnadenkapelle, die Stiftskirche oder den Kreuzweg zu besichtigen. Einige Wallfahrer waren ja nicht zum ersten Mal in Altötting und konnten den Erstwallfahrern gute Besichtigungstipps geben. Was hat Ihnen besonders gefallen? Dass wir durch die Pforte durchgehen durften, der Barmherzigkeit und der St. Anna Basilika. Welche Eindrücke nehmen Sie denn von dem heutigen Tag mit? Es war ein sehr schöner Tag, sonnig, mit vielen netten Menschen waren wir unterwegs aus der Pfarreiengemeinschaft. Nachdem das morgendliche Aufstehen, nachdem ich das hinter mich gebracht hatte, das war der schlimmste Punkt des Tages, war es ein wunderbarer Tag mit einem schönen Gottesdienst, den wir zusammen gefeiert haben. Und dann einfach noch den Tag genossen haben gemeinsam. Na, es war überhaupt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein ganz besonderer und schöner Tag, weil sie also schon sehr viel sehen an armen Leuten, die wahrliche Hilfe suchen bei der Gottesmutter. Und es ist einfach beeindruckend. Waren Sie schon öfter in Altötting oder ist es Ihre erste Wallfahrt? Ich war schon öfters in Altötting. Wie oft waren Sie denn in Altötting? Dritte oder vierte Mal. Ich war einmal ganz jung, da war ich vielleicht 18,
war ich mit der Landjugend in Altötting. Das war ein ganz riesengroßes Treffen von den verschiedenen Diözesen. Das war da schon sehr beeindruckend. Welche zwei Begriffe verbinden Sie mit Altötting? Die Gnadenkapelle. Und das ist sehr beeindruckend. Und ich war schon ein paar Mal. Und das ist vielleicht, jetzt bin ich im hohen Alter das letzte Mal und das hat mich jetzt gefreut, dass ich nochmal hingekommen bin und das erleben habe dürfen. Am Rats Panorama noch angeschaut und das Diorama, die Krippenausstellung. Waren Sie schon öfters in Altötting? Ich war heute das erste Mal in Altötting und es war für mich ein schöner Tag. Es hat mich gefreut, also, dass ich da heute mitgefahren bin. Und was ich so ganz toll finde, unsere Pfarreiengemeinschaft, wie die zusammenhält, weil wir heute mit zwei Bus unterwegs sind. Und auch der Kontakt zu den anderen Pfarreienmitgliedern ist halt auch ein schönes Zusammensein. Also es gehört auch dazu zum Ausflug. Natürlich haben wir auch Pater Siegbert höchstpersönlich interviewt. Seit wann sind Sie in Altötting im Kloster? In Altötting wird es jetzt an Allerheiligen 2 Jahre, dass ich hier bin. Denn wir Kapuziner sind nicht von vornherein immer am gleichen Ort, sondern wir gehören zu einer größeren Region und da sind wir in verschiedenen Klöstern dann tätig. Welche Aufgabe haben Sie denn hier im Kloster? Ja, hier im Kloster St. Konrad sind wir natürlich an einem Wallfahrtskloster. Das habt ihr ja schon mitbekommen heute, wie ihr angekommen seid, dass hier viele unterwegs sind, die hier als Wallfahrer aus ganz Bayern und über Bayern hinaus kommen. Es ist der bedeutendste deutsche Wallfahrtsort und da bin ich halt in erster Linie tätig für die Gottesdienste, für Beichte, für Gespräche, für Führungen. Und dann habe ich noch eine überregionale Aufgabe für die Betreuung der franziskanischen Gemeinschaft. Das ist eine Laiengemeinschaft in ganz Bayern eigentlich. Ich komme da ziemlich weit rum und habe da eben auch die geistliche Begleitung bei denen wahrzunehmen. Wie viele Kapuziner leben eigentlich in Altötting? In Altötting sind hier 2 Klöster. Da sind wir jetzt im Kloster St. Konrad, wo der Bruder Konrad auch gelebt hat und gestorben ist. Und da sind wir 6 Kapuziner. Aber es gibt noch ein 2. Kloster, direkt von uns her, ja, so 300 Meter weg, über den Platz. Das ist das Kloster St. Magdalena. Das wurde vor 150 Jahren von uns Kapuzinern übernommen, war ursprünglich ein Jesuitenkloster, aber die Jesuiten sind leider aufgehoben worden. Und dann kamen wir Kapuziner dorthin und da sind etwa 22 Kapuziner, aber viele Alte, auch Pflegebedürftige und nur wenige sind da aktiv noch tätig. Aber es ist der große Konvent und wir haben eine Arbeitsgemeinschaft, sodass wir unsere Arbeiten gemeinsam machen bei beiden Klöstern. Gibt es einen besonderen Tag hier im Jahr im Altötting, an dem man irgendwas Besonderes feiert? Oh ja, es gibt einen besonderen Tag, das ist der 15. August, nämlich Marie Himmelfahrt, wie man es landläufig nennt. Die Aufnahme Mariens in den Himmel und das ist das Patrozinium der Heiligen Kapelle. Das ist ja das Zentrum der Wallfahrt, diese kleine Kapelle mitten auf dem Platz. Und da ist eben Kirchweihe und Patroziniumfest. Und da ist am Vorabend die größte Lichterprozession im ganzen Jahr. Da kommen Tausende am Abend noch für diese Lichterprozessionen. Und am Tag selber, am 15. August, kommt dann normalerweise der Bischof von Passau. Wir gehören zur Diözese Passau. Und da ist es großer Festgottesdienst. Da wird dann auch das Marienbild aus der Kapelle runtergebracht in die große Basilika. Da kommen auch viele Leute, also mehrere Tausend. An welchem Ihrer bisherigen Arbeitsorte hat es Ihnen am besten gefallen? Ui, das ist schwer zu sagen, wo es mir am besten gefallen hat. Nun, ich bin als Kapuziner in 53 Jahren 14 Mal gewandert. Und es hat mir eigentlich
überall immer wieder so gefallen, dass ich, wenn ich woanders wieder hin beordert wurde, dass ich dann vorher noch zumindest für mich selber ein paar Tränen vergossen habe, weil es mir so gut gefallen hat. Also es gibt Orte, die besonders mir lieb waren. Das ist Eichstätt, wo ich auch studiert habe und dann nochmal 6 Jahre dort war zum Beispiel. Aber ich möchte da jetzt eigentlich gar keine Auswahl treffen. Gehen Kapuziner eigentlich auch mal in den Ruhestand? Ja gut, wenn sie nicht mehr arbeiten können oder wenn sie halt der Pflege bedürftig sind, dann sind sie auch im Ruhestand. Ansonsten gibt es bei uns kein Rentenalter. Solange wir noch tätig sein können, freuen wir uns, dass wir auch als alte Esel noch gebraucht werden. Und so spüre ich, dass ich noch zu brauchen bin, auch wenn ich schon 75 Jahre alt bin. Abschließend können wir sagen, es war cool. Aufgrund der Tatsache, dass wir das Interview in einem fahrenden Bus geführt haben, kam es teilweise zu wackeligen Aufnahmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Ich würde sagen, der Schmarrer reicht jetzt. Valentin Öferle und Nicole Reiner für Radio Rauchfass.